jetzt wie Schoki. Von Oki. Ich liebe das. Mal, ich komme nochmal rein. Darf man Schwuchtel sagen im Radio? Sag nochmal. Radio? Ja, genau. Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki. Das war so hektik hier. Mit der wunderbaren Sendung. Schoki Banoki beschwert sich. Ich habe nämlich hier Begegnungen gemacht. Könnt ihr mir nach der Sendung helfen, mein Trommelfell suchen? Das muss hier. Pass auf! Ich war heute in der Werkstatt und wollte mir meine Winterreifen aufziehen lassen. Ja? Ich, zack, Auto reingefahren, Winterreifen drauf, ja. Und dann sagt der Mensch da aus der Werkstatt, sagt so zu mir, ja, sind Sie eigentlich von sind der Sie Firma. Sind Sie von der Firma so und so oder was? Also da stand auf dem Zettel irgendwie eine Firma. Ich so, nee, was weiß ich? Keine Ahnung, was Sie da eingetragen haben. Ach so, ja, da haben wir irgendwie das Auto falsch zugeordnet irgendwie. Na ja, gut, okay. Aber ich muss das mal irgendwie, ich muss es mal regeln. Das Kennzeichen ist dann hier so, 2100. Und da sage ich so, ja, Sie sehen ja am Kennzeichen, was für ein Auto es ist. Ja, es kann ja auch sein, dass es ein anderes Modell ist. Dann hat das ja das gleiche Kennzeichen. Guck ich hin. Und das ist ein Werkstattmeister gewesen. Sag ich so, das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Oder Sie meinen jetzt, dass ein anderes Auto von einem anderen Modell das gleiche Kennzeichen haben kann wie mein Auto? Sie meinen das Kennzeichen da unten, oder? Sie meinen das nicht irgendwie eine Fahrzeugnummer oder sonst irgendwas? Sondern selbst das wäre ja Schwachsinn. Aber der sagt so, nee, das da unten. Da sag ich so, erklären Sie mir nochmal, wie meinen Sie das? Der so, ja, wenn das ein anderes Modell ist, dann kann es ja sein, dass es das gleiche Kennzeichen hat. Ja. Hast du ihn mal gefragt, ob ihr euch früher mal die gleiche Amme geteilt habt? Ich habe ihn gefragt, sagen Sie mal, Sie sind doch aus dieser Branche hier oder sind Sie irgendwie von woanders? Sondern wie, was jetzt? Also, dieses Kennzeichen ist so ein polizeiliches Kennzeichen. Ich kann doch nur dieses Kennzeichen haben, nur ich und sonst niemand anderes. Es kann doch niemand mit dem gleichen Kennzeichen irgendwo anders rumfahren. Dann sagt er so zu mir, also du machst mich ganz verrückt jetzt gerade. Sag ich so, nein! Du machst dich verrückt! Also, dumme Menschen treffen ist irgendwie mein Hobby mittlerweile. Ich verstehe jetzt das Problem nicht. So, und dann fahre ich nach Hause. Siehst auf der Straße dein Kennzeichen nochmal in deinem Auto. Und du so, scheiße, der hat recht gehabt. Nein, dann fahre ich nach Hause und dann begegnet mir der zweite doofe Mensch. Pass auf. Okay. Da haben sie irgendwie von der Stadt haben die irgendwie die Bäume da abrasiert. Alle so zack, hier abgemacht. Pam, 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 pam. Und dann war bei mir in der Einfahrt stand dann dieses Fahrzeug von dem landwirtschaftlichen irgendwas da. Und von der Baumrasiererei heißt es. Ja, genau. Und der Baumrasierservice. Und dieser Lieferwagen, der lief halt. Der lief. Lieferwagen. Lieferwagen, genau. Der lief. Der Motor war an und sowas und der lief halt. Und dann sag ich so zu dem Typen, mach doch wenigstens mal das Auto aus. Da saß ja keiner drin. Sag ich, mach doch wenigstens mal das Auto aus. Sag ich so, ja, muss ich erstmal meinen Kollegen holen. Sag ich, mach doch mal das Auto aus, es läuft. Mach doch mal das Auto aus. Ja, ich muss ja gucken, wo der Schlüssel ist. Ohne Spaß. Und dann sag ich zu ihm, das Auto läuft. Das ist und an. Und dann sagt er so, ja, aber ich weiß ja nicht, wo der Schlüssel ist. Es läuft. Und dann sagt er, ja, ich muss zu meinem Kollegen. Soll ich es ausmachen? Hast du den Schlüssel, sagt er zu mir. Sag mal, bist du doch ganz... Das Auto, da ist doch der Schlüssel, das Auto läuft doch. Und er sagt, ist der Schlüssel drin, sagt er zu mir. Fragt er mich, ob der Schlüssel drin ist. Und ich nochmal, das Auto läuft. Mach es aus. Jetzt muss ich mal eine Lanze für diesen Baumrasierer brechen. Ja. Denn was mir mal passiert ist, ich war in Casablanca, Marokko, bin mit dem Taxi gefahren und Taxi sollte mich zurückbringen zum Flughafen. Und dann hat er mich gefragt, ich hatte ja auch noch genügend Zeit, hat er gefragt, ist es okay, wenn ich vorher noch tanke? Also mit diesem hochdeutschen Akzent. Und, ja, ich mach ja schon. Tanke. Ja, tanke ich nicht. Okay. Danke, bitte. Und dann habe ich gesagt, ja, kein Problem. Er ist an die Tanke gefahren, fährt an die Zapfsäule, steigt aus, Motor läuft, Schlüssel steckt. Er tankt. Bei laufendem Motor. Hängt das Ding wieder ein. Kommt in den Wagen, holt sein Portemonnaie, zieht den Schlüssel ab und der Motor läuft weiter. Ohne Scheiß, der Motor läuft weiter, er geht bezahlen, kommt zurück, tut den Schlüssel wieder rein und wir fahren. Das war dein marokkanischer Taxifahrer, der den Baum rasiert hat. Genau. Ach, jetzt wird mir einiges klar. Und sein Bruder hat in der Werkstatt gearbeitet. Sein Bruder war für die Nummernschilder zuständig. Das ist ja ein Ding.
Ach so, dann macht das der alles wieder Sinn. Der hat die Nummernschilder gedruckt. Das war ein alter Mercedes, das war ich. Also das werde ich in meinem Lebtag nicht vergessen. Und dann sage ich noch zu ihm, hier können wir mal irgendwie, also als wir gerade losfahren wollen, es war ja echt heiß, sage ich, können wir irgendwie Fenster runter machen, Fenster ist kaputt oder so. Sagt er, ja, irgendwo da hinten liegt der Griff rum. Mhm. Habe ich gesagt, sagt er aber brauchen Sie nicht. Habe ich gesagt, wieso nicht? Und dann hat er mir aber nicht verständlich machen können, warum. Dann sind wir losgefahren, habe ich es verstanden. Weil in der Tür und in der Türverkleidung so viele Löcher waren, dass ich genügend Frischluft habe. Und deshalb da hat er vollkommen recht gehabt. Brauchte ich nicht. Ach, Mensch, so klein ist die Welt. Das Mensch, ist bei den marokkanischen Taxifahrer. Bei mir im Hof. Bei dir im Hof. Und wechseln deine... Ist ja klar, dass der Schlüssel... Dass er gesagt hat, wo ist der Schlüssel? Ist ja klar, dass er nicht steckt, der Schlüssel. Ja? Denk doch mal mit dem Kopf. Ja, dann, ja, dann war es ja gar nicht, Shoki Manoki beschwert sich, dann war es ja eher Shoki Manokis Ding. Blamiert sich, Shoki Manoki blamiert sich. Willkommen beim neuen Format. Ja. Ich sag vielen Dank für euer Wissen. Ja, sehr gerne. Für unser Wissen. Ja, dass ihr mit mir geteilt habt. Nicht freiwillig. Cheerio, so, ich geh jetzt nach Hause. Tschüss, macht's gut. Tschö. Musizig. Sich.